Bällebau. Meine Damen und Herren, der Schauspieler Nick Monu hat an all diesen grossen Schauspielhäusern der Welt gespielt, wo alle grossen Schauspieler auch gespielt haben. Also Burgtheater Wien, ich muss es ablesen, Royal Court, Royal Shakespeare Company, National Theatre, Schaubühne Berlin und jetzt hier in Basel. Nick Monu, warum sind Sie hier jetzt in Basel auf der Schauspielbühne zu sehen? Ja, Basel ist auch eine der großen Theater in der Welt, finde ich. Aber was haben Sie von Basel vorher gewusst, bevor Sie hier engagiert wurden? Ich wusste nur, dass Basel ist ja, also hat eine Geschichte, dass es eine der besten deutschsprachigen Theater ist. Und wollte unbedingt hier auch spielen, weil ich noch nie in der Schweiz war. Okay. Sie kommen aus Nigeria, in Lagos geboren und jetzt diese unglaubliche Karriere. Sie spielen auch beim ZDF im Tatort, haben Sie Krimis gespielt. Mhm. Wie haben Sie das gemacht? Ja, ein bisschen Glück. ich habe auch gut trainiert. Also ich habe ja 2,5 Jahre lang in der Universität in Amerika trainiert zuerst und dann Schauspielschule in England danach, auch 3 Jahre lang. Und ja, ein bisschen Glück gehört dazu und habe einfach meinen Weg gefolgt. Was auffällt, wenn man diese Theaterhäuser anschaut, Sie haben eigentlich immer Theaterhäuser gewählt mit einer gewissen europäisch-klassischen Prägung. Mhm. Sie kommen aber aus Nigeria. Warum? Ja, in England zuerst hat man die Möglichkeit, also obwohl es europäisch geprägt ist, alles zu spielen. Also es ist ja nicht europäisch und dann gleich auch weiß, sondern europäisch. Ja, und europäisch ist sehr vielfältig. Ich gehe einen spezifischen Weg. Also ich habe ja angefangen mit Stanislavski in meinem Training und ich folge einer Linie, einer spezifischen Linie. Und das hat viel mit europäisches Theater zu tun, aber auch inzwischen auch klassisches Theater, das auch inzwischen auch afrikanische Schriftsteller auch dabei sind. Mhm. Warum haben Sie diese Linie gewählt? Was ist für Sie das Faszinierende an diesem klassischen Theater? Das ist nicht mehr so typisch. Warum machen Sie es? Es hat was mit der Wahrheit für mich zu tun. Also für mich Stanislavski in seinem Weg, der sogenannte Method, ist ein Weg zum menschlichen Wahrheit in unserer Form von Kunst. Dass man versucht, der Herz, der Seele, der Mensch zu entschlüsseln, zu finden und dann zu verbreiten an andere Menschen. Und das ist mir wichtig. Was kann das den Menschen vermitteln, wenn sie das tun, was sie jetzt gesagt haben? Ich glaube, man kriegt dann die Chance, eine eigenartige Debatte mit sich zu haben. Das macht es dann viel einfacher für den Zuschauer, Fragen an die Gesellschaft, also die Gesellschaft in Frage zu stellen, wo man dort in die Gesellschaft steht. Ne? Ja. Dass man in sich hineinschaut und versucht, der Welt ein bisschen besser zu machen vielleicht. Jetzt am Theater Basel spielen Sie etwas nicht Klassisches, eher ein bisschen ein verrücktes Stück. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Mhm. Eine Bearbeitung von einem Roman von Christian Kracht. Wir haben ein paar Bilder, die wir mal sehen könnten. Ja, hier sehen wir. Also. Warum wehren Sie sich nicht? Das schaut sehr brutal aus. Was bedeutet es, Ihnen hier zu spielen? Ja, also erstmal würde ich sagen, dass der, was klassisch anbelangt, das ist ja doch, also es kommt aus der gleichen Linie, würde ich sagen. Also der Kracht auf jeden Fall. Seine Vergangenheit, sein psychologisches Feld, in dem das der spielt, das doch aus der klassischen Welt kommt. Und die Regisseur hat mich doch sehr interessiert. Die hat mich dann in Nigeria angerufen und fragte mich, ob ich Interesse hatte in diesem Stück. Weil es einen Afrikaner handelt, der in Europa war. Und in diesem Thema ist mir sehr wichtig, also diese Debatte afrikanischer Europäer, fand ich sehr interessant, das hier zu spielen. Aber ich finde, es doch hat viel mit den klassischen Linien zu tun. Für einen Shakespeare-Schauspieler, Sie haben ja auch Othello gespielt, Sie haben auch Schiller gespielt, ist das wahrscheinlich nicht diese ganz große Anforderung? Was hat Sie fachlich daran gereizt, das hier zu spielen, diese Rolle? Ja, also
Also jede Rolle ist, hat was Kompliziertes. Menschen, der Mensch erstmal zu finden, egal was der Rolle ist, ehrlich gesagt, ob es groß oder klein ist, ist genauso schwer. Ob das Shakespeare ist, das hat ja andere Mittel, andere Fähigkeiten, dass man braucht, technische mit den Textformen, mit dem Iambus zum Beispiel. Aber ein Mensch zu finden, dieser Kern der Mensch, ist genauso schwer, ob das groß oder klein ist. Mhm. Das macht keinen Unterschied. In diesem Theaterstück, das Sie spielen, ist die Schweiz sowjetisch, eine schweizerisch-sowjetische Republik. Wir sind seit 100 Jahren im Krieg gegen Großdeutschland. Diese Schweiz, dieses Bild, das in diesem Roman und auch in diesem Theaterstück vermittelt wird, inwiefern, finden Sie, trifft das die wahre Schweiz? Ja, ich glaube, dass der Kracht will eine Debatte mit seinem eigenen Volk erstmal öffnen. Also der will provozieren. Erstmal im Roman ist der Ich-Person, also der Leser, dann ein Schwarzer. Ja. Dann ist man gezwungen, der Schweiz zu sehen aus einer anderen Perspektive. Mhm. Ich glaube aber, es ist ein sehr schweizerischer Stück Roman, Streichroman, weil es handelt sich eigentlich an schweizerische Situationen, explodiert in eine sehr komische Welt, das eigentlich nie existieren kann. Aber dadurch fragt man dann doch, was heißt es, Schweiz zu sein? Okay, okay. Sie wollen jetzt Ihre Theaterform, wollen Sie in Nigeria realisieren. Seit zwei Jahren arbeiten Sie daran. Das heißt, wir werden Sie jetzt in Basel nicht mehr sehen. Weiß ich noch nicht, aber nur wenn man mich hierher zurückholt. Aber ja, ich bin jetzt vor zwei Jahren zurück nach Hause gegangen, weil war immer mein Plan, erstmal so viel in Europa zu lernen wie möglich und dann zurückzugehen mit ein bisschen Know-how und versuchen, das weiterzugeben an meine Leute. Ich wünsche Ihnen alles Gute dafür. Danke. Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit dem Heimspiel. Dort sehen Sie Toni Rominger, der Tour de Suisse Strecke in Liestal beurteilt. Ich wünsche einen schönen Abend auf Tele Basel. Auf Wiedersehen. Ist präsentiert worden von den Basler Privatspitalern.